Stumm stehen die großen Maschinen und Anlagenteile im Außengelände des Mansfeld-Museums. Und doch würden sie, wenn sie reden könnten, sicherlich so manche Geschichte erzählen, waren sie doch einst Bestandteile des 1951 gegründeten Mansfeld-Kombinats Wilhelm Pieck, in dem 47.000 Menschen Lohn und Brot verdienten. Das Walzwerk Hettstedt war dabei wichtiger Bestandteil. Noch gibt es in unserer Region viele ehemalige Walzwerker, die genau diese Geschichten erzählen können. Solche Tafeln helfen da dem Museumsbesucher zumindest annähernd, sich die zu sehenden Maschinen in der Produktion vorzustellen und zuzuordnen. Der Förderverein des Mansfeld-Museums in Person des bekannten Hettstädters Manfred Stern hatte am Samstag zur Enthüllung der mittlerweile 10. Informationstafel eingeladen. Diese Tafel bezieht sich vollständig auf das Drahtwalzwerk, was ja von 1909 bis 1992 im Walzwerk Hettstedt in Betrieb war. Ich muss dazu sagen, dass diese Tafeln, die wir hier alle erstellt haben, von Sponsoren gefördert wurden, denn Geld hat ja die Stadt nicht. Nur eine Tafel, das ist die von Schlackenbad, die Stadt bezahlt, andere haben wir über Sponsoren. Und ich möchte jemand mal besonders bedanken bei Einzelpersonen, bei Vereinen, aber auch bei kleinen Betrieben, die mal den Betrag erstellt haben, dass wir da haben. Bitte mal, dass du die öffnen. Nach der Enthüllung durch Detlef Krämer erzählte Manfred Stern noch einiges, was ihm selbst aus seiner persönlichen, langjährigen Tätigkeit in den Drahtbetrieben im Gedächtnis geblieben ist. Bürgermeister Dirk Fuhlert griff die kleine Kritik Manfred Sterns zur finanziellen Unterstützung des Vereins auf. Und es tut mir ja selbst leid, dass die Stadt kein Geld hat, sonst würden wir euch natürlich gern viel mehr unterstützen. Und deshalb auch mein Dank natürlich an die Sponsoren auch, die es ermöglichen, dass diese Tafeln aufgestellt werden und damit hier auch die Besucher des Mansfeld-Museums erfahren, was sie hier sehen können. Aber, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, wir werden auf jeden Fall bemüht sein, in Zukunft auch Jubiläen, die mit unserer Historie, mit unserer Tradition zu tun haben, wie 820 Jahre Fund des ersten Kupfererzes 1199, ein bisschen zu würdigen. Und ich denke, da kriegen wir sicherlich gemeinsam, nicht nur der Förderverein allein, sondern auch mit anderen Akteuren und der Stadtverwaltung Hettstedt eine schöne Sache hin. Und ich denke, am 3. Oktober wird das sicherlich dann auch in Hettstedt ordentlich gefeiert werden. Die Anwesenden tauschten noch einige Erinnerungen aus, denn auch Bürgermeister Dirk Fuhlert war einst Walzwerker und konnte so durchaus mitreden. Manfred Stern erklärte vor der Kamera noch einige Besonderheiten. Ein Besonderes steht da, das Drahtwalzwerk, was von 1909 bis 1992 in Betrieb war. Und dieses war die Entwicklung, um den Kupfer, wenn er gegossen worden ist, noch als Draht wieder weiter zu verarbeiten. Und dieses Drahtwalzwerk ist ja bestehend ja aus einer Vorstraße und Mittelstraße und 8 Gerüste Fertigstraße. So wie das eine Gerüst hier, sieht man das vollständig dort. Und hier wurde dann der Draht warm gewalzt von diesen Wirebars, die 120 Kilo hatten dort. Die wurden erwärmt und dann wurden sie warm gewalzt über die gesamte Strecke zu diesen Dingen dort. Und hier gab es auch dabei verschiedene schwere Unfälle, sehr ein tödlicher Unfall, weil ja die Walzer vollständig mit dem Draht immer in Berührung kamen. Denn ist ja so, die Walzer, die an diesen gearbeitet haben, oder Zieher kann man auch nennen, die haben ja nicht gesehen, wann der andere den Draht steckt von der anderen Seite, sondern nach Hören die Arbeit, haben den Draht abgefangen und umgedreht, dass es zu dem weiterkommt. Und wichtig dabei ist, dass wir mal hinsehen, die alte Technik, die hier war. Wenn wir hier sehen, das große Schwungrad, 7,5 Meter Durchmesser, der Treibring dazu, 1 Meter breit, der das ganze Ritt angetrieben hat dort. Und das ist unheimlich, was da gemacht worden ist. Wichtig für mich ist auch so, für Drahtstraße habe ich technische Unterlagen von Herrn Palm Senior bekommen. Aber mein Freund Lothar Meyer, der hat diese Tafel mit CD entwickelt und erarbeitet und hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir so weit schon sind. Und muss dazu sagen, er wie ich, wir sind ja Rentner, wir machen das alles kostenlos im Interesse unseres Mansfeld-Museums. Ich bin ja jetzt dabei, eventuell noch fürs Haus also eine Anode oder eine Kathode herzustellen dort. Da brauche ich aber von unserem jetzigen amtierenden Bürgermeister die Genehmigung, dass ich eine Anode mit einer Kathode bei MGM tauschen kann. Da war er nicht ganz auf dem aktuellen Stand, denn diese Genehmigung hatte Bürgermeister Fuhlert bereits Anfang der Woche erteilt. Bleibt zu hoffen, dass die Außenanlage zukünftig noch vielen von der Arbeit der Walzwerker erzählen kann. Diebe hatten schon mehrfach Kupferdraht und Kupferbolzen
und auch Kathoden gestohlen und damit ein Stück Geschichte vernichtet.